Bodhi ist unser 1,5-jähriger belgischer Schäferhund Siberian Husky Mix. Dr. Oakley behandelt seit einiger Zeit eine Wunde an seiner Pfote. Wir wollten das Bein retten, weil er so ein aktiver Hund ist. Bodhi begleitet uns überall hin und wir ihn auch. Wir machen Skitouren, gehen wandern. Bodhi war sogar schon auf ein paar Gletschern. Wenn er nicht 15, 25 Kilometer pro Tag läuft, dreht er durch. Er zieht mich mit dem Fahrrad. Wir haben schon ordentliche Touren zusammen gemacht. Sobald er draußen ist, entdeckt er seine Liebe zum Leben und zum Schnee wieder. Er steckt voller Joie de vivre, wie der Franzose sagt. Wir waren vor einem Monat beim Skifahren und er ist auf dem Rückweg auf eigene Faust losgezogen. Wir sind ein Stück zurück, konnten ihn aber nicht mehr finden. Es wurde spät und dunkel. Wir haben die ganze Nacht nach ihm gerufen. Am nächsten Morgen sind wir nochmal zurück. Er war mit seiner linken Vorderpfote in eine Falle geraten. Wir haben ihn zurückgetragen und ins Auto gepackt. Die Pfote war komplett tot. Sie war erfroren. Komplett erfroren. Steinhart. Wenn wir unsere Stiefel anziehen, freut er sich erst und dann realisiert er, dass er nicht mit kann. Herzzerreißend. Ja, es ist wirklich schlimm. Hätte er sein Bein verloren, wäre er beeinträchtigt gewesen, vor allem oben in den Bergen, wo der Schnee 5-6 Meter tief ist. Mit drei Beinen zurechtzukommen, würde ihm schwerfallen, weil er sich mit den Vorderbeinen immer durch den tiefen Schnee zieht. Ich wäre am Boden zerstört, würde er ein Bein verlieren. Da ist Bodhi. Wie geht's? Hallo. Ich habe Bodhi die letzten Wochen kennengelernt und ich mag ihn wirklich sehr. Er ist so süß. Egal, was er hat, er will immer kuscheln. Ich versuche, das Bein zu retten. Aber es kann sein, dass wir während des Prozesses feststellen, dass es nicht klappt und wir amputieren müssen. Uns stehen langsam schwere Entscheidungen bevor. Bei anderen Hunden hätte ich schon längst beschlossen, okay, wir amputieren. Aber dieser Hund liebt die Berge. Also will ich ihm helfen, sein wunderbares Leben wie gehabt weiterzuleben. Wir werden heute nachsehen, wie viel Gewebe noch lebt. Vielleicht können wir dann mit einer OP beginnen, um seine Pfote zu reparieren und ihn wieder auf alle vier Beine zu bringen. Aber vielleicht klappt es auch nicht. Großer Tag heute. Wir drücken ihm die Daumen. Ich weiß, die ganze Stadt tut das. Zum Glück haben wir Dr. Oakley. Sie ist die beste Tierärztin der Gegend. Vielleicht kann sie ihm helfen und er tobt bald wieder ausgelassen in den Bergen herum. Komm, Bodhi, ich komme nicht hinterher.